ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder komplett ungeschminkt, frisch gewaschen Haare. Und zwar, Leute, ich habe mir ein Medusa-Piercing stechen lassen, wo momentan der Stab noch relativ lang ist. Und ich habe mir ein neues Septum einsetzen lassen. Also ich habe ja praktisch dieses Hufeisen früher gehabt und habe mir jetzt praktisch einen richtig hübschen Swarovski-Stecker stecken lassen. Wie gesagt, das ist ja mega, mega, mega Geschmackssache, aber ich liebe das. Ich habe ja euch schon mal erzählt, meine Piercings sind mir sehr, sehr wichtig. Meine Lippe ist auch noch etwas geschwollen, wie ihr hier seht. Das ist aber wohl die normale. Ich habe es jetzt am Freitag stechen lassen. Und ich komme heute zu euch zurück an einem Sonntag und zwar mit einem Beauty Haul. Ich habe bei DM, Primark, bei Beauty Bay bestellt und bei Sephora und möchte euch sehr gerne meine Items zeigen, die ich praktisch zum Anlass des Black Fridays, gerade bei Beauty Bay, ganz schlimme Eskalation. Da kommen auch noch zwei riesige Pakete, die allerdings so umfangreich sind, weil halt sehr viele Lidschattenpaletten da sind. Die werde ich euch separat zeigen, aber ich habe jetzt gesagt, ich fange jetzt mal an mit der ersten Teil. Da sind sehr viele Lippenprodukte dabei, wo ich sogar schon geswatcht habe. Und ihr seht, ich habe hier so einen leichten Schleier drauf von zwei Farben. Ganz furchtbar, ich kriege sie einfach nicht mehr ab. Und gerade weil halt bei Primark immer die Items ziemlich schnell weg sind, möchte ich euch heute, wie gesagt, darüber informieren, was ich Geiles gefunden habe. Und zu meiner Verlosung von den Glowboxen, die hier unten noch stehen, ich werde am Montag mir zwei raussuchen, denn ich habe tatsächlich echte Schwierigkeiten, die Verlosung aufzulösen, weil ich halt erstmal schauen muss, ob ihr bei Instagram seid, ob die ganzen Faktoren erfüllt worden sind. Das ist sehr, sehr aufwendig. Also ich habe jetzt kein Suchprogramm oder sonst irgendwas. Ich mache das auch nicht über so ein Verfahren, dass man das praktisch auswählt im Internet. Ich finde das mega unpersönlich und ich finde das auch den Leuten, die halt eben aktiv auf meinem Kanal sind, super ungerecht. Aber ich werde auf jeden Fall am Montag ein ganz kurzes Video für euch abdrehen, wo ich euch sage, praktisch oder beziehungsweise auf Instagram, da weiß ich es noch nicht genau, ich denke auf Insta, es ist halt leicht, da werde ich euch kurz eine Info geben, wer gewonnen hat und schreibe euch an. Dann habt ihr 3 Tage Zeit, euch zurückzumelden, ansonsten suche ich mir einen neuen aus. Vergesst nicht, dass bitte auch meine 1000 Abonnentenverlosung momentan noch läuft. Da könnt ihr auch zu einem die Hatice Schmidt Palette noch gewinnen, die ich hier rumliegen habe und 2 sehr, sehr tolle Pakete. Schaut doch gerne bei dem Video vorbei. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit meiner Mischmaskbox zwischen Primark und DM. So, ihr schätze, ich habe eine gemischte Box und zwar mit so verschiedenen Items. Der Grund, wieso ich euch das jetzt nicht in Order zeige wie DM, Primark, Beauty Bay, das kann ich bei der Box ganz schwierig machen, weil ich habe tatsächlich total aus Zufall oft Sachen gefunden. Und somit ist es für mich natürlich etwas schwieriger. Auf dem Tisch, ich habe auch nicht mehr so einen Riesentisch wie früher. Ich habe übrigens ein paar Fairy Lights aufgehängt. Da kommt auch noch ein bisschen Weihnachtsdeko hin für meinen Kanal. Ich hätte gern so eine schöne, schöne Lichterkette. Nur mein Mann hat die zerschnitten. Die wollte ich aufhängen und irgendwie hat das Kabel zerrissen. Dann hat eine Katze davon Geschmack gefunden. Der kleine Krishna da drüben auf dem Bett ist ein kleiner Lump. Der macht gerne Sachen kaputt. Und wir starten jetzt einfach mit den Sachen, die ich unfassbar süß finde. Also, wer noch meinem Kanal schon etwas länger folgt, der weiß, dass ich ein absoluter Tiernarr bin. Und ich denke auch sehr, sehr oft an andere Menschen, sprich meine geliebte Schwiegermutter, die mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Sie ist mir in den letzten Jahren eine richtige wie Mama geworden, ja. Und weil ich sie so gern habe, habe ich für ihre Hündinnen, das war aus der normalen Mädelsabteilung von dieser 20th Anniversary vom Mickey Mouse, hatten die diese wunderschönen Halstücher und sie hat halt gerade 2 Hündinnen, eine Pflegehündin, von der ich mal ganz stark ausgehe, dass sie definitiv bleiben wird, die liebe Boca, hat sie praktisch dieses Tuch, das ist, kostete 3 Euro und das habe ich in Mickey Mouse leider nicht mehr gefunden, sonst hätte der Eli bestimmt auch umgekriegt, aber die haben alle beide 1 Euro gekostet. Bei Primark, da braucht ihr eigentlich nicht auf Black Friday warten, denn die haben so oft Sales. Wenn ihr ganz klug seid, findet ihr immer irgendwas. Das ist richtig, richtig cool. Ich versuche euch mal ein bisschen in Order zu zeigen, was ich praktisch bei Primark gefunden habe. Bei Primark, muss ich euch sagen, habe ich mitunter die besten Highlighter und die krassesten Make-up-Revolutionsprodukte gefunden, wie zum Beispiel geile Brushes und so, die ich wirklich sonst nirgendwo so gefunden habe. Und gehe auch immer auf meinem Kanal sehr, sehr schnell auf diese Empfehlungen praktisch zurück. Und ich habe wirklich wieder eine so heftige LE gefunden, die echt krass aussieht wie die LE aus dem letzten Jahr von MAC. Und deswegen habe ich jetzt mal angefangen, für euch jetzt mal die Primark-Sachen rauszusuchen. Mein Make-up fliegt hier gerade um.
Und zwar fangen wir mal an mit der Bronze and Glow Highlighter Palette. Das ist praktisch eine Highlighter Palette und Konturpalette. Ich bin jetzt eher nicht so auf die Konturprodukte so scharf, aber ich weiß halt, dass die halt farblich sehr, sehr gut passen werden. Aber Leute, ich bin ein hardcore begeisterter Mensch. Und wenn es Make-up angeht, das sind so tolle, so cremige, wunderschöne Highlighter. Gerade wieder draußen, wenn ihr noch nicht so viel Make-up besitzt wie moi, dann ist das eine ganz tolle Erweiterung zu einem Ding. Also es ist wirklich ein super schöner Highlighter. Also ich gehe mal ein bisschen krass an die Fännchen. Die sind eher wet. Die sind jetzt nicht zu hart, finde ich, was ich auch sehr gut finde, weil dann könnt ihr damit auch wirklich es im Gesicht aufbauen und auch zum Beispiel das mal als All-Over-Puder geben, also praktisch ein bisschen mehr verteilen. Und ich fand das sehr, sehr schön für 6 Euro, echt ein Schnäppchen. Wenn ihr ein bisschen wartet zum Beispiel, ups, Tücher gefunden, gefallen, wenn ihr noch ein bisschen wartet, dann habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, mal die für 2 Euro zu finden. Und dann habe ich noch einen Highlighter gefunden. Jetzt muss ich nur gucken, gerade welcher von denen offen ist. Ich habe mir einen Highlighter gekauft. Und zwar ist es der Double Dimension für 4 Euro. Und zwar der Highlighter in der Farbe Goddess. Können wir bitte mal drüber sprechen, wie hardcore der Highlighter ist? Das ist ein wunderschönes, absolut metallisches Gold-Rosé. Leute, das ist so heftig. Ich habe euch ja sehr, sehr viele Primark-Highlighter in den letzten Jahr gezeigt, die ich praktisch gekauft habe und euch absolut empfehlen kann. Ich habe den schon getragen, Leute. Der ist so butterig, so heftig schön. Und für den Preis, Leute, ich habe den MAC-Highlighter aus dem letzten Jahr. Ich versuch's mal. Ich habe den Highlighter aus dem letzten Jahr von der MAC LE. Das sah ähnlich aus. Also ich kann euch mal versuchen, so... Also ich tue jetzt mal auf dem nackten Gesicht, aber wie ihr seht, der ist so, so hübsch. Ich bin jetzt ja komplett ungeschminkt. Der lässt sich auch super verteilen, ist super schön im Gesicht und der gefällt mir so, so gut. Und das Problem ist bei Primark-Produkten einfach immer, ihr müsst so schnell sein. Da ich ja ein bisschen crazy bin, habe ich mir tatsächlich von diesem Ding 2 Backups gekauft. Nicht, weil ich Angst habe, dass der kaputt geht, sondern ich habe manchmal auch oft Angst, dass ich halt Produkte mir kaufe, ja, die einfach zum Beispiel austrocknen und dann bei 4 Euro, muss ich euch ehrlich sagen, neige ich dann dazu einfach zu sagen, okay, dann kaufe ich mir den halt nochmal. Ich habe, wie gesagt, eins noch einer Freundin mitgebracht, der Victoria schicke ich auch noch eins, Alida ist jetzt auch leider krank, mein Schatz, alles, alles Liebe und werde bloß schnell gesund, wir brauchen dich hier. Und auf jeden Fall ist das der Highlighter, den ich so krass empfehlen kann. Dann eine wunderschöne Palette in demselben Optik ist die Midnight Morphs Palette. Und die kommt in diesem Farbschema und ich war so geschockt von der tollen und satten Pigmentierung dieser Palette. Also ich versuche es mal hier so nebendran zu swatchen. Also ich mag Primark Lidschatten sehr, sehr gerne. Ich habe super gute Erfahrungen damit. Ich habe auch so eine Art Huda Beauty Obsessions Palette Dupe. Das ist wirklich so eine kleine Palette. Da gibt es so ein geiles Schwarz drin, was ähnlich ist wie dieses hier. Mit diesen Reflex drin. Die Palette kostet auch 6 Euro. Seid sehr, sehr schnell, Leute. Also da sind tolle matte Töne dabei. Und dieses Schwarz finde ich halt so geil auf dem Auge. Also ich versuche euch das mal ein bisschen weitläufiger zu swatchen. Ihr seht ihr diese Reflex da drin. Ich liebe solche Paletten und vor allem für 6 Euro. Ich habe immer noch, wie gesagt, ein absolutes Herz für Drogeriepaletten. Aber natürlich aufgrund dessen, dass ich schon fast 30 bin und einfach auch ein bisschen mehr Geld verdiene wie früher, haben sich so die Interessen natürlich auch ein bisschen Richtung High-End bewegt. Was ich mittlerweile mit diesen krassen Beauty Bay und Douglas Dingern echt mittlerweile gut vertreten kann. Und dann habe ich euch noch 3, oder was sind das? 3 von deine... Genau, ich habe 3 Lidschatten-Singles gekauft. Allerdings kann ich euch, glaube ich, nur einen swatchen, weil ich glaube auch nur einen offen habe. Ne, ich habe gar keinen offen davon. Ich habe die im Laden geswatcht. Das sind diese kleinen Eyeshadows und die sind so schön. Das ist die Farbe Kaschmir. Das ist die Farbe Dusk. Das ist auch so ein ganz tolles. Und ich öffne euch mal diese Farbe hier, weil ich die so hübsch finde. Ich bin nicht so hardcore begeistert von Lippenprodukten von Primark, weil ich immer noch finde, bei Lidschatten kann man außer die Textur nicht arg viel falsch machen. Oh, macht das bloß nicht nach.
Da kann man nicht so arg viel falsch machen, finde ich. Entweder sind sie zu schwach pigmentiert oder eben nicht. Aber normalerweise sind die Sachen schon safe. Die kommen mit einem wunderschönen Print. Leute, die kosten 2 Euro und... Excuse me. Can we just talk? Was ist das? Alle anderen Töne sind genauso cremig und schön. Ich habe die ja geswatcht, Leute. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Die waren so geil. Das ist ein wunderschönes Rostbraun. Also ich habe da total die Fantasien bekommen und habe dann halt gedacht, ha, das sieht schon richtig gut aus. Das Packaging, wie gesagt, ist auch echt geil. Und für 2 Euro, Leute, gerade wenn ihr solche Wichtelgeschenke sucht oder so, gerade, das sind auch so ein bisschen so meine Empfehlungen, könnt ihr doch eurer Freundin auch sowas schenken. Ich kann euch nur mit aller großer Sicherheit sagen, dass ich kein schlechtes Gewissen dabei habe, die zu verschenken. Dann haben wir noch ein Item. Ja, noch 2 Items. Und zwar geht es ja immer auch bei mir um Brushes. Brushes sind meine große, große Leidenschaft. Jeder, der meinem Kanal hier verfolgt, weiß, dass ich absolut, ehrlich gesagt, auch mittlerweile eine echt gut vorzeigbare Brush Collection habe. Und ich empfehle auch immer wieder diese Brushes von Primark. Diese Brush ist so perfekt von der Form her, dass ihr wirklich euren Concealer nehmen könnt. Dann dreht ihr das und fahrt hier nochmal lang. Und mit dieser könnt ihr absolut toll euer Auge primen oder richtig großflächig Farbe auftragen, was ich ehrlich gesagt nicht immer machen würde. Also hier gerade so einfach mal so auftupfen. Das ist nichts zum Blenden, das ist eher so zum Aussäubern. Also ich benutze den komplett, weil diese Kante so toll ist, könnt ihr da komplett eure Augenbrauen mit aussäubern und dann blende ich immer den Concealer nach unten und verreibt es dann so. Diese beiden Brushes haben gekostet 3,50 Euro und dann habe ich noch ein neues Smoky Eye Brush Set gefunden. Und zwar habe ich mir das nur einmal mitgenommen, weil ich habe der Victoria das auch mitgenommen. Sie hat sich das unbedingt gewünscht. Sie vertraut da meiner Meinung auch und sie weiß genau, dass ich immer absolut mit Pinseln gut hier zustande komme. Und zwar, dieser Blender, den fand ich so geil, weil der einfach so groß ist. Ich zum Beispiel, ich bin halt jemand, wenn ich zum Beispiel, bei Primark ist es oft so, dass ich halt Sachen finde, die ich so heftig finde, aber, ja, es ist einfach so schwierig, bei Primark abzuschätzen, wie lange es die Produkte gibt. Also entscheide ich mich oft dafür, zu sagen, okay, ich kaufe mir einfach übertrieben viele davon. Wenn ich euch jetzt mal alles im Setup gezeigt habe und euch mal hier hinten meine Make-up-Collection, werde ich euch auch ganz neu abdrehen. Und da gibt es halt, wie gesagt, diesen riesen Blender, den ich mega schön finde. Also der ist so soft, Leute. Absolute Empfehlung, kauft euch die Brushes von Primark. Die sind so kacke billig. Ihr habt 1,50 Euro für einen Blender. Also ich habe jetzt zum Beispiel 5 Packungen davon, weil ich weiß, Blender kann man nie genug haben. Die Essence Blender sind auch sehr gut, aber sind halt sehr, sehr groß. Dann habt ihr hier noch eine sehr, ich sage mal, sehr spitze. Da könnt ihr dann praktisch in eurer Crease nochmal so einen extra Rundbogen auftragen oder praktisch hier so an den Kanten arbeiten. Und dann haben wir hier noch eine Mini-Blender-Brush, die ich sehr, sehr cool finde, um praktisch kleinere Detailarbeiten zu machen. Sehr, sehr geiles Item. Und jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich bei DM gekauft habe. Und zwar haben wir hier die Glitter in Your Face Mask. Das ist die Glitter Peel-Off Mask von Essence. Die hat 3,99 € gekostet, was ich erstmal ein bisschen teuer fand, ja. Das soll eine klärende Maske sein in einer Glitzeroptik. Ich weiß aber gar nicht, ob das... also es gibt sowas, ich glaube, The Glow Up von Too Faced. Oh, okay. Hier seht ihr praktisch den... Also das ist so eine, ja, so eine Gelmaske. Ihr seht es ja. Ja. Und da sind halt so Glitzerpartikel drin. Ich lasse das jetzt mal antrocknen. Dann könnt ihr das abpulen rein theoretisch. Und... das ist dann praktisch so wie eine Art so eine klärende Maske oder so. Ich habe es jetzt mal so mitgenommen aus Spaß. Wenn ihr wollt, dass ich das euch mal teste, gerne, weil Essence immer sehr gut dabei ist, so Trends rauszufinden. Dann habe ich eines der süßesten Pinsel. Ich habe da jetzt auch schon 2 davon, weil ich halt die nochmal gefunden habe. Und zwar seht ihr diese kleinen, wie heißt das, Stäble, wie nennt man die, Zuckerstäble. Das sind praktisch eigentlich so Highlighter-Brushes. Aber ich finde die als Highlighter-Brush sehr, sehr groß. Aber wofür die super ist, ist unter dem Auge zum Beispiel in euer Auge zu setten. Die sind so weich, ihr könntet da auch super geile Konturen mitziehen. Mega, mega schöner Pinsel.
Ich habe natürlich auch diese Ho-Ho-Ho-Palette gekauft. Leute, ich glaube, das ist die beste Palette, neben der Hattie-Palette natürlich, die ich dieses Jahr getestet habe. Die war so krass, also wirklich heftig. Die Schimmertöne, Leute, die matten Töne, unglaublich schön. Also ich war so begeistert. Wenn ihr sie noch findet, holt sie euch. Welche ich allerdings nicht sehr gut fand. Ich habe mir die Mickey Mouse von Catrice, diese Mickey Mouse Dings angeguckt. Ich fand die gar nicht gut. Also ich finde, ja, nur weil es Mickey Mouse, das Packaging, alles ist super, super schön. Aber ich bin da mittlerweile echt nicht mehr für zu haben, für Packaging, weil ich einfach denke, das muss echt nicht sein. Ich habe mir diesen Iridescent Highlighter gekauft und den finde ich super, super schön. Also es ist so ein, ich sag mal so, ein rosa Highlighter, den ihr aber übers Gesicht tragen könnt, um eurem Gesicht etwas Dimension zu geben. Ich mag Essence Puder unheimlich gern. Das Bananenpowder Brighten Up Powder ist eines der liebsten Produkte, die ich von Essence habe. Dann habe ich mir noch einen Highlighter gekauft, der allerdings etwas zu hell ist. Es ist von Rival de Loop. Den habe ich mir beim Rossmann geholt. Da war ich jetzt gar nicht begeistert, weil seht mal, der sieht zwar gut aus, aber der braucht auf jeden Fall eine weiche Base. Also ihr müsst praktisch es aufsprühen sozusagen. Sehr, sehr cool. Ist halt total abgeguckt von iHeart Makeup. Das haben die ja jetzt auch, glaube ich, diese Chocolate Bars haben die ja auch. Ich finde die ganz gut, aber die iHeart Makeup, die kosten, glaube ich, 3 Euro mehr oder 2 Euro mehr und sind richtig, richtig geil. Dann habe ich in einer Ecke noch ein paar Hattie Lashes, und zwar in der Länge Berlin, natürlich sofort mitgenommen, weil Hattie Lashes, ich habe jetzt auch von der DM-Tante da gehört, dass praktisch Hatties Kollektion nochmal einen Restock bekommen soll, dass praktisch nochmal Ware kommen soll. Das weiß ich aber allerdings natürlich nicht, ob das stimmt. Hoffen wir es mal, weil wie gesagt, ich habe ja die Palette zweimal und den Bronzer dreimal, glaube ich, und die Lashes, glaube ich, jeweils viermal. Die Lashes sind wirklich so geil, also ich würde die Lashes alleine schon empfehlen. Und jetzt reicht es mit dem Handtuch. Ich habe mir die Haare gefärbt in diesem dunklen Lila und habe mir noch den Fingerskleber von Kiss gekauft, weil das ist ja wirklich der beste Wimpernkleber, den ihr kaufen könnt. Und ich habe mir noch ein paar Sachen gekauft, so Masken. Da ist übrigens die Alida richtig gut. Die Alida vom Kanal Family for Life, die ist immer, das ist so meine Maskenqueen. Die gute Frau kommt ja im März auch her. Ich hoffe, dass wir dann auch zusammen drehen können. Und zwar haben wir die Tuchmaske Be a Fox und Tuchmaske Be a Cute. Und es ist so ein Bambi-Ding. Und wie süß sind die bitte? Da könnt ihr praktisch so eine Maske aufsetzen, die actually eine Maske ist. Und dann hatte die Alida, glaube ich, mir mal gesagt, dass die gar nicht mal so schlecht waren. Diese Body Scrubs, diese Kaffee mit Kokos und Kaffee mit Mandel. Ich werde die Sachen jetzt auf jeden Fall mal testen. Ich mache jetzt mal die Swatches ab, weil jetzt geht's zu Sephora und anschließend direkt zu Beauty Bay. Heute wird ein längeres Video, weil meine Community ist das gewohnt. Und deswegen machen wir das auch wieder, weil ich finde Schneiden und Retuschieren und so einfach blöd, weil, Leute, wenn etwas dauert, dann dauert's. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal die Swatches abgemacht, weil wir werden wohl etwas Platz brauchen. Ich war bei Sephora und zwar haben wir mal schauen wollen, ob die neue Gingerbread-Kollektion da ist. Ich habe ja die Palette, aber ich habe leider nirgendwo mir diese Gingerbread Liquid Lipsticks angucken können und habe dann deswegen beschlossen, dass ich mir die im Laden angucke, weil ich gesehen habe und angerufen hatte, dass es die dort gibt. Und zwar habe ich mir gekauft die Too Faced Matte Gingerbread Scented Liquid Lipstick. Die kosten 22,99. Ich muss ehrlich sagen, ich gebe unfassbar gerne Geld für Lippenprodukte aus, weil ich finde halt einfach, High-End-Lippenprodukte sind wirklich mitunter die besten. Also nicht alle, bei Glossen wäre es mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal, aber bei Liquid Lipsticks, aber da gibt es nur wirklich ein paar Formulierungen, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Aber zum Beispiel hier die Superstay Matte Inks da oder so, die kleben halt wie Teufel. Und das finde ich so schrecklich, Leute. Also wenn die kleben, ist bei mir halt echt Feierabend. Weil ich mag das nicht, wenn meine Lippen so beim Schwätzen zusammenhängen. Und das ist halt echt furchtbar. Ich habe, und zwar beide Farben, die sehen super, super ähnlich aus. Aber wir haben hier einmal Gingerbread Man. Gingerbread Man ist ein wunderschönes Rotbraun. Ich habe diese
diese Minis davon von DM von Douglas gekauft und wollte aber, wie gesagt, die große Limited Edition davon haben. Ich habe ungefähr 10 oder 12 von diesen. Also ich habe alle normalen Farben und auch ein paar krassere Farben. Ich swatche die euch super gerne. Wow, die riechen auch richtig lecker. Und Too Faced hat wirklich eines der besten Liquid Lipsticks. Ich mag die wahnsinnig gerne. Lasst euch doch einfach so einen schenken. Also ich meine, ich verdiene ja natürlich voll und weiß auch, was ich ausgeben kann. Die Dinger sind nicht billig, aber ich finde die wirklich so, so gut, dass ich sagen muss, dass ich jetzt keine andere dem vorziehen würde. Und Dose of Colors und alles. Ich habe, wie gesagt, bei Beauty Bay auch mega viel gespart. Und das seht ihr ja gleich. Das ist die Farbe Gingerbread Girl. Also der Man ist sehr viel bräunlicher. Und das andere ist praktisch so ein richtig schönes Burgundi-Rotbraun, aber mega schön. Ich liebe solche Farben, gerade im Winter und im Herbst. Eigentlich trage ich so das ganze Jahr über so richtig tolle Produkte in der Form. Und ich habe mir einfach meine Fenty Beauty Pro Filter Foundation in der Nummer 240 nachgekauft. Fenty Beauty, die Foundation ist so schön, wenn ihr ölige Haut habt. Ich habe so ein flawless Finish mit der Foundation. Es sieht immer gut aus und es hält auch wie Sau. Ich bin ja als Dauernachtwache natürlich darauf angewiesen, dass ich halt gutes Make-up trage oder eben gar nichts. Aufgrund des neuen Piercings habe ich jetzt praktisch auch nicht so viel Make-up drauf wie sonst. Also gerade beim Filmen habe ich euch ja gesagt, wenn ich euch normale Videos mache, wie jetzt zum Beispiel, dann zeige ich euch mich auch komplett nackt. Also ist sowas Blödes. Also ich brauche da nicht eine Tonne Make-up tragen, weil so geht kein Mensch. Also es ist jetzt gerade aktuell 2.10 Uhr in der Nacht. Kein Mensch geht um die Uhrzeit voll geschminkt irgendwie vor die Kamera und macht sich extra die Schminke ab. Dafür ist mir meine Schminke auch echt zu schade. Und ich denke, so scheiße sehen wir doch gar nicht aus. Da können wir auch so rumlaufen. Und dann habe ich mir noch ein Backup gekauft von meinem Too Faced Peaches and Perfect Mattifying Loose Setting Powder gekauft. Ich habe das schon. Und zwar ist es dieses hier aus der Peaches and Cream Reihe. Das ist ja permanent im Sortiment, aber ich habe jetzt einfach gedacht, wenn ich schon mal dort bin, kaufe ich es mir, weil ich benutze es wirklich jeden Tag. Und ich zeige euch jetzt endlich, was ich bei Beauty Bay gekauft habe. Bei Beauty Bay gab es jetzt bis zu 50% beim Black Friday Sale. Und ich muss euch sagen, die besten Sachen sind schon weg. Sind, glaube ich, alle bei mir eingezogen und bei 100.000 anderen Menschen. Beauty Bay ist ein ganz, ganz toller in England bzw. in den UK vertriebener Online-Shop, der wirklich unfassbar gute Marken rausbringt. Und es gab jetzt neulich auch eine Umfrage, wo man praktisch aufschreiben konnte, wirklich bis Colourpop und alles, ja, dass man Produkte da wirklich auch dort bekommen kann. Beauty Bay hat Jeffree Star zum Beispiel und die haben super viel High-End Jouer und alles. Und auf diese Produkte bekommt ihr durchgehend eigentlich immer mal 10%, 20%, 30%. Und 30% zum Beispiel jetzt bei dem Beauty Bay Sale war echt so heftig. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Dieses wird ja ein Haul-Update, praktisch ein Haul, der Part 1 ist. Ich habe ja praktisch nochmal Part 2. Ich habe hier ein Beauty Bay Paket. Das Beauty Bay ist, wie gesagt, eine UK-Online-Shop, wo ihr vollkommen stressfrei einkaufen könnt. Ich verlinke euch praktisch die Internetseite mal unten. Die Preise sind vollkommen 1:1 umgerechnet. Also ich habe da öfter mal gesehen, also Jeffree Star Liquid Lipstick kosten ja, ich glaube, $18 und ihr zahlt dort 16,75 oder so. Immer etwa aufgerundet, was es im Dollarkurs ist. Und dann hat es auch einen sehr stabilen Preis. Ich habe da so schöne Items drin, aber ich erwarte wirklich die Killer-Items, die kommen noch. Das war wirklich ein Rieseneinkauf. Bei Black Friday würde ich euch sowieso raten, damit ihr wirklich entspannt einkaufen könnt, legt euch wirklich ein paar hundert Euro, meinetwegen auch 2000 Euro, je nachdem, was ihr euch leisten könnt, über das Jahr verteilt weg und schlagt dann zu und dann seid verdammt schnell. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur gesehen, bei Colourpop werde ich dieses Jahr nicht bestellen. Die haben jetzt ehrlich gesagt nicht so was Interessantes. Ich habe mich jetzt für Beauty Bay entschieden, wirklich einige hundert Euro hier auszugeben. Habt ihr aber das ganze Jahr mal 50 Euro, mal 20 Euro in so ein Schweinchen gelegt. Und deswegen habt wirklich kein schlechtes Gewissen, wenn ihr meinetwegen 500 Euro aus dem Fenster ballert. Weil die Sachen kosten teilweise 1000, wenn ihr sie neu kaufen würdet. Und zwar außerhalb des Sales. Und Beauty Bay verpackt immer sehr, sehr cool. Ich habe jetzt praktisch diese Sticker mal hier reingeklebt, um uns euch etwa sagen zu können, was gekostet hat.
Und zwar, ich habe auch einige Items bestellt, die ich praktisch auch testen wollte. Das ist halt auch diese Jahreszeit für mich im Jahr, wo ich praktisch ohne vor schlechtem Gewissen zu sterben, ja, neue Sachen austesten möchte, gerade neue Marken. Und ich habe mir jetzt von Nabla meine ersten Liquid Lipsticks gekauft. Und zwar, ich glaube, das war bestimmt so eine Edition. Und zwar diese drei Farben. Und zwar haben wir einmal hier Noblesse Oblige, Remorse und Grand Amour. Und ich finde das Packaging unglaublich schön. Ich werde es natürlich nicht behalten, weil wie viel Packaging soll ich behalten? Da wäre ich ja drüber, dann bräuchte ich ja drei Schränke nur für mein Make-up. Marc könnte seine Klamotten dann irgendwie draußen ans Fenster hängen oder so. Und ich finde halt das Packaging sehr schön. Die Liquid Lipstick, ich sag euch mal, was die gekostet haben. Die Liquid Lipstick von Nabla haben gekostet 10,33 und normalerweise kosten die, glaube ich, 15 oder so. Und ich habe, wie gesagt, die Farbe Remorse, aber ich swatche euch die nicht, weil, wie gesagt, es ist jetzt echt spät und ich swatche euch dann wirklich nur sehr besondere Farben. Eine davon werde ich aussuchen. Ich denke mal, ich werde diesen swatchen. Die kommen in so einer Milchglasverpackung, super schönes Packaging. Super schön und wie gesagt, das Rot sieht, ist ein sehr tolles Burgundi-Rot, gefällt mir mega, mega gut. Und dann habe ich hier, wie gesagt, noch ein, ich swatch euch doch mal die zwei Nudes, die ich habe. Dieses ist ein so schöner Dupe zu Calabasas. Also Calabasas ist ja so mein Liquid Lipstick, denn auf jeden Fall, ich habe jetzt schon wieder ein Backup, weil der zweite jetzt am Ausgehen ist. Ihr könnt es gar nicht euch vorstellen. Ich trage den jeden Tag. Jeden Tag zur Arbeit, wenn ich nicht weiß, was ich tragen soll. Wimperntusche, Calabasas, Highlighter und tschüss. Und das, wie gesagt, ist die Farbe Noblesse Oblige. Richtig schön. Und was ich bei diesen Nablas sagen muss, die sind auch verantwortlich, dass diese Stains hier gelandet sind. Die sind super, super geil auf der Lippe, muss ich echt sagen. Also das wird nicht das letzte Mal sein. Sehr toll. Was ich nur nicht mag, sind diese Applikatoren, weil ich die einfach sehr hart finde. Diese ganz Dings, welche ich mag, sind die herzförmigen. Da zeige ich euch aber später die sehr, sehr schöne Liquid Lipsticks. Dann habe ich tatsächlich den Calabasas nochmal bekommen. Und zwar in der Summer Chrome Collection. Also die kam ja das erste Mal in der Summer Chrome Collection. Habe ich mich jetzt sehr drüber gefreut. Das praktisch der Lippenstift, also ich habe den ja hier und habe den nochmal in meiner Tasche einmal. Und das ist ja der erste, den ich hatte, der ist fast leer, ich kratze den gerade noch. Und der kommt in dieser Verpackung, so geile Farbe, sage ich euch, das ist die Farbe überhaupt. Und dann habe ich mir noch die Farbe gekauft, No Tea, No Shade. Und zwar die Liquids von Jeffrey haben gekostet 11,87 Euro statt knapp 17 Euro. Das ist halt echt ein Wort, Leute. Und die Farbe, die ich jetzt rausgesucht habe, ist metallisch. Also metallisch, so ein metallisches Schoko-Plum. Und ich fand die so geil. Ich liebe Jeffree Stars. Ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile 34 oder 36 davon. Ich sammle die nicht nur. Ich benutze sie auch tatsächlich als Liner, als alles Mögliche. Also ich habe neulich bei einer Instagram-Kollegin gesehen, dass sie den Draglord, das ist ein weißer, als Liner benutzt. Ich denke mal, um irgendwelche Sachen auszumalen oder irgendwie als Base zu haben oder so. Mega geile Idee, nur ich, wie gesagt, das muss dann wirklich ein Make-up sein, was heben muss. Und dann habe ich hier noch, darüber habe ich mich so gefreut, weil darauf habe ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich habe mir meine ersten Liquid Lipstick von Ofra bestellt. Und zwar, ich habe einen in der Kathleen Lights Kollaboration in der Farbe Duchess. Also Duchess war, glaube ich, der Liquid Lipstick, der hier. Und der andere, den ich da hatte, war auch, genau, der hat 12, also der hat 12,60 gekostet und der 8 Euro. Und Ofra hat ja ein komplettes Repackaging gemacht. Das heißt, die haben komplett ihre, ich sag mal so, billigen Formen weggemacht. Und ich habe tatsächlich einen neuen Ofra Packaging bekommen. Und ich bin so happy. Ich finde die so schön. Also ich mag so ganz saubere Packagings, klein und nicht so groß. Und zwar ist das hier die Farbe Duchess. Mega geil. Ich habe nur pervers gute Reviews über Liquid Lipstick von Ofra gehört. Und wie gesagt, für 12 Euro oder für 8 Euro. Leute, das ist dann wirklich schon Drogeriepreis, weil ihr zahlt ja für einen Matte Ink zum Beispiel auch schon richtig viel Geld, also 10 Euro, wenn ihr jetzt nicht gerade bei Rossmann kauft oder so.
Wie gesagt, die eine Farbe hieß Duchess und die andere Farbe, das ist ein Dunkelrot mit so einem lila Stich. Das ist die Farbe Havana Nights. Ich glaube, das ist die von. Nein, das ist die von Kathleen und das ist praktisch normaler. Und die kommt auch in einem normalen Packaging. Und dann habe ich mir, Melt Cosmetics ist ja ganz neu jetzt zu Beauty Bay gekommen und leider Gottes konnte ich mir keiner der Stacks kaufen, diese Dinger da, die werde ich mir in einem anderen Sale mal kaufen. Und so habe ich mir einen von Melt Cosmetics bestellt. Und zwar, ich kann ja nur noch Farbe aussuchen dort und habe die Farbe Rock mir ausgesucht. Die Farbe Rock ist so schön. So schön, Leute. Ich habe die jetzt vorhin mal getragen. Ich habe so einen Hang, seht ihr das? Einfach zu solchen Farben, die sehr satt sind, aber ich liebe feminine, rote, pink, dunkle Mauve-Töne. Ich liebe das. Ich finde. Also, okay, ihr seht ja, meine Lippe ist ja gerade geschwollen und ich trage jetzt einfach gerade eher nur Labello, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass mein Piercing sich entzündet. Weil, Leute, seht ihr das, wie groß der Stecker ist? Also, das wird später noch angepasst, damit praktisch das in meinem Lippenherz praktisch verschwindet und nur diese Stecke zu sehen wird. Und diese Farbe ist heftig schön. Und ich bin mir auch sicher, dass das nicht die einzigen Liquids sein werden. Lippenstifte habe ich sehr, sehr viele, aber die Liquids sind halt einfach meine Favorites, weil ich einfach die finde, dass die sich am besten für mich tragen. Und ich habe mir tatsächlich Ofra Highlighter in Mini gekauft. Ich weiß nicht, warum ich 30 Euro für einen Highlighter ausgeben soll, wo ich nie im Leben, nie in 1000 Jahren aufbrauchen werde. Ich habe mir jetzt mal so die Classics, glaube ich, gekauft. Und zwar wurden die auch neu verpackt. Und ich habe mich wieder gefreut, weil ich dachte, wow, das sieht so cool aus. Das ist der Highlighter Rodeo Drive. Wo das Fännchen mir entgegenkommt. Was ich jetzt not cool. Sorry, but not sorry. Ah, das ist magnetisch. Ach, das ist ja cool, das ist ja magnetisch. Das ist ja geil. Stimmt, ich habe gesehen, die wollen ja, dass man das in so ein Fännchen reinmacht. Diese Highlighter, Leute, ich verstehe schon, warum Niki Tutorials da so drauf steht. Niki Tutorials ist ja wirklich die Glow Queen überhaupt, Leute. Aber sowas Krasses, oder? Also seht ihr, guckt, zieht euch das mal rein. Oh! Niki Tutorials, habt ihr das gehört? Niki Tutorials gesagt. Und dann habe ich, wie gesagt, noch die Farbe Blissful. Ich bin so ein bisschen so im klassischen Ding geblieben, ja. Habe jetzt praktisch hier nochmal ein. Leute, ich finde die so cremig, die sind so toll. Das ist so ein bisschen so ein roségoldenes Highlighter-Ding. Und schaut mal, Leute, das reicht. Ihr braucht echt nicht mehr Highlighter. Das ist so katastrophenverrückt. Ich werde da auch ehrlich gesagt immer mehr drauf gehen, dass wenn ich Minis davon bekomme, dass ich halt auch Minis kaufe. Ja, bei vielen Marken ist das noch nicht so ganz angekommen. Ich habe aber tatsächlich schon einige Minis in meiner Sammlung. Also jetzt Make-up und so macht natürlich eher weniger Sinn, aber so Highlighter, Leute. Das Packaging super, super schön. Ich habe mich gerade voll erschrocken, als es rausgeflogen ist. Aber ihr habt einen kleinen Spiegel drin, wo ihr die Folie allerdings abziehen müsst, ja. Und da könnt ihr dann praktisch euch angucken, Lippenstift nachziehen und habt immer so einen To-Go-Highlighter. Und Ofra, die haben gekostet, Leute, die waren echt so billig. Die haben gekostet 7,50 Euro. Und der Originale kostet halt 29, 30, 32 Euro, je nach Anbieter. Und das ist mir echt zu viel. Dann habe ich, um meine Sammlung endlich zu komplettieren, ich habe jetzt alle Dose of Colors Mini-Paletten. Ich habe wirklich eine kleine Obsession dafür. Und zwar, wenn ihr echt so der Mensch seid, der wirklich absolut auf kleinere Sachen steht, kauft euch diese Paletten. Ich habe hier die Snow Angel, das ist eine ganz neue aus der Limited Edition. Dann habe ich natürlich die Pretty Cool, weil ich liebe die. Ich liebe die unabartig. Diese gräulichen Brauntöne sind total meins gerade. Und dann noch so schöne Glitzerpartikel drauf. Dann, das ist auch eines meiner Lieblings, wo einfach mal das krasseste Schwarz drin ist, was ich je gesehen habe. Das ist ein Dose of Colors Mini-Palette in Blushing Berries. Dann haben wir noch das Baked Brown, das ist auch sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich mir praktisch, ich weiß nicht, ich bin halt so ein Collector und das bedeutet halt auch, ich habe hier zum Beispiel mein Zimmer komplett temperaturmäßig drauf angepasst, mein Make-up natürlich zu storagen. Ich habe auch dafür gesorgt, dass hinten praktisch kein Licht mehr drankommt. Also ich habe nur noch die Spalten. Und da kann euren Lidschattenpaletten auch 10 Jahre nichts passieren, wenn ihr danach guckt. Dann habe ich mir die, was mir noch gefehlt haben, gekauft. Das ist Sassy Sienna. Für die habe ich jetzt bezahlt
Muss mal schauen. 1959. Diese Brushes behalte ich tatsächlich, die sind gar nicht mal schlecht. Und zwar ist es so eine ganz tolle, peachige Palette. Ich liebe die. Oft benutze ich zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel in Hamburg damals 2 davon mitgenommen. Und ihr braucht eigentlich, wenn ihr wisst schon ungefähr, wie euer Alltag aussieht. Also wir wollen ja nächstes Jahr nach New York mit guten Freunden von uns. Und Leute, mehr wie so eine Palette brauche ich nicht, weil alle anderen Paletten werden dort gekauft. Da werde ich bestimmt dezent eskalieren, weil ich würde sehr gerne was von Pat McGrath haben. Und einiges von Flower Beauty, der Marke von Drew Barrymore, kaufen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin dann im Himmel. Ich glaube, anschließend kann ich dann sterben gehen. Und dann habe ich hier noch die Marvelous Mauves. Und zwar ist es auch eine sehr schöne Palette. Ich finde die Farben so schön kühl und trotzdem sind die dunkel lila. Und ich finde, diese Palette habe ich nirgendwo in keinem meiner Styles gehabt. Aber das ist, wie gesagt, ich habe, sage ich euch ganz ehrlich, keine einzige meiner High-End-Paletten habe ich ohne Rabatt gekauft. Mindestens habe ich 10% gekriegt. Oder ich habe mir halt so eine Hardcore-Warteliste gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich packe mir halt jetzt alles zur Seite. Und das galt auch jetzt für die Flamingo-Palette. Die Flamingo-Palette hat gekostet 31,50 und die hat fast 50 Euro vorher gekostet. Bei 30 Euro konnte ich das jetzt noch gerechtfertigen, die zu testen. Dies war die Sommerkollektion von Violet Voss. Das finde ich halt ein bisschen läppsch, muss ich sagen, weil Violet Voss ist einfach zu spät. Das ist einfach so. Und ich fand aber das Packaging so toll. Ihr könnt das komplett umklappen. Ich kann das jetzt mal hier wegmachen, den doofen Spiegel. Und zwar habt ihr hier eine so schöne, bunte Palette, die ich sehr, sehr intelligent sehr intelligent finde. Die Töne sind wunderschön, wirklich. So typische Jenny-Töne suche ich euch mal jetzt raus, die ich euch einfach nur ans Herz legen kann. Die sind einfach so schön. Das sind die Töne, die ich einfach auch habe, die ich auch definitiv testen werde. Und die Violet Voss Paletten sind sehr, sehr gut. Ich habe diese Hashtag-Palette und ich benutze sie immer noch wahnsinnig gerne. Und das ist wirklich einfach für meine Edition, für meine Kollektion eine tolle Edition praktisch, die ich einsetzen will. Dann fand ich die Farbe Surf einfach so heftig. Das ist nämlich ein Türkis, Leute, mit einem Shift. Seht ihr das? Je nachdem, wie ihr es einfallen lasst, das Licht, ist das einfach mal knallhart Gold oder Türkis. Ich persönlich weiß einfach, mit Farben umzugehen. Ich benutze ja brutal viel Farbe. Und ich benutze auch sehr viel Make-up. In meinem Alltag bin ich eigentlich immer geschminkt. Nur, ich möchte halt nicht auf diesem Kanal zeigen, dass man halt immer perfekt aussehen muss. Das ist totaler Bullshit. Ich sehe übrigens, meine ganzen Liquids sind jetzt getrocknet. Und das schönste Finish hat tatsächlich diese Ofra-Seite. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde die nächsten Male, wenn ihr meine Videos seht, leider nicht so krass Lippen tragen können. Ich werde dann einfach ein Labello tragen und meine Augen schminken, wenn ich halt geschminkt bin. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen lazy. Und hoffe, dass ihr das versteht, weil wie gesagt, das Piercing darf sich halt nicht entzünden, weil da kann da bis zur Sepsis, Abszesse, alles passieren. Und ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, dafür mega Verständnis habt. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr schaltet auch beim Teil 2. Ich denke mal, wenn alles gut geht und die Sachen alle da sind, werden wir nächste Woche Mittwoch oder Freitag uns wiedersehen. Ich bin immer noch nicht so ganz angekommen zu Hause hier mit dem ganzen Aufräumen und so, weil wir haben gerade wahnsinnig viel Wäsche, aber diese Probleme haben wir ja auch alle. Es wird eventuell nächstes Frühjahr ein zweiter Hund bei uns einziehen. Und zwar, mein Papa ist ja leider an einer psychischen Erkrankung erkrankt und er darf in seinem Wohnheim leider, leider keinen Hund auf komplette Langzeit haben. Aber wir haben uns so ein bisschen schlau gemacht und mit ihm, mit der Leitung seiner bedrohten Wohngruppe halt gesprochen. Und man hat ihm praktisch erlaubt, eventuell einen Hund praktisch zu halten. Aber zum Beispiel, wir würden uns den Dog Sharon. Also ich habe gesagt, ich würde mir den Hund kaufen und aussuchen, weil mein Vater einfach finanziell, der kann sich halt diese Hunde nicht leisten. Einfach mal 300, 400 Euro. Das ist auch ehrlich gesagt, mein Papa ist für mich der wertvollste Mensch. Eines der größten Lichter und Vorbilder und Idole, die ich je hatte. Er ist leider auch sehr krank geworden. Leider, mein Papa leidet an Schizophrenie, was kein großes Geheimnis bei uns in der Familie ist. Ihr wisst es jetzt auch. Also wenn ihr da mal sehr gerne was wissen wollt drüber, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin immer bereitwillig dafür, für euch praktisch euch ein bisschen zur Seite zu stehen, falls irgendwas ist.
Ich habe leider diese Phase mitgemacht. Ihm geht es aber trotzdem super gut. Also er ist wieder richtig fit und kann wieder mehr super am Leben teilhaben. Natürlich durch medikamentöse Unterstützung. Aber um praktisch auch seine körperliche Gesundheit zu fördern und auch praktisch, er hat etwas zugenommen und möchte einfach auch sich ein bisschen mehr bewegen. Und wir haben uns halt als Familie dafür entschieden zu sagen, okay, wenn ich eine Hunderasse finde, momentan sind wir sehr auf Bolonka Svetna eingegroovt. Die sind halt nicht sehr billig, die kosten halt 1500 Euro, wenn ihr sie von einem seriösen Züchter kauft. Ich würde euch das aber raten, weil das Problem ist bei uns halt, wir können halt uns keine Mogelpackung mehr ins Haus holen. Damals der liebe Eli, er ist unser Sonnenschein, unser Kind, unser Sohn, unser erstes Kind, ja. Die Katzen sind eher so meine Hobby-Leidenschaft und meine große Liebe. Ihr wisst, dass ich meine Tiere über alles liebe. Es ist einfach eine große Verantwortung, die ihr habt, ja, und wenn ich halt einen Hund dazu hole zu unserem Großen, der einfach ebenso groß werden könnte, könnte das für uns daheim große Probleme geben. Klar, man sollte halt ein bisschen klug darüber sein. Ich möchte den temporär einfach zu meinem Papa holen und die Möglichkeit haben, zu uns zurückzuholen, und deswegen bräuchten wir halt einfach eine kleine Hunderasse und wir machen uns auf jeden Fall mal schlau. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Video euch wahnsinnig gefallen hat. Vergesst nicht, an meiner 1000 Abonnentenverlosung teilzuhaben. Erzählt jedem, dass es hier jemanden gibt, der auch sehr gerne holt und ihr gerne daran teilhaben lässt. Und wir schätzen und ich sehe euch dann, denke ich mal, nächste Woche schon wieder.